Der kleine Marty ist das Osterhighlight des Landgut Wien-Kobenzls. Neben ihm teilen sich 100 weitere Tiere die 4 Hektar Fläche über den Dächern Wiens. Zusätzlich sorgt Geschäftsführer Herbert Veit für ein abwechslungsreiches Programm. Ja, zu Ostern machen wir wieder mal so ein Programm, wo eben auch die Kinder backen können und auch zu den Tieren gehen können, wo man sich bewusst macht, jetzt beginnt eine neue Zeitenwende im Jahr. Und es wird jetzt ab jetzt wieder schöner und der Sommer steht vor der Tür. 15.000 Besucher jährlich genießen das ländliche Ambiente. Die Frühlingszeit leitet das Team schmackhaft ein. Der Backtag ist wichtig, weil die meisten Kinder gar nicht mehr wissen, wo das Essen eigentlich herkommt. Das heißt, wir erklären jetzt beim Osterhasenbacken auch, dass, wo das Getreide herkommt, dass das auf dem Feld wächst zuerst, dass das den Bauern gehört, wie überhaupt Mehl gemacht wird. Die Hennen legen die Eier, die Kühe geben die Milch und das Getreide wächst am Feld. Erst wenn der Bauer es drischt, kann daraus Teig gemacht werden. Bunt verziert wartet ein heißer Ofen auf den geformten Germteig. Für die jungen Bäcker geht's dazwischen an die frische Luft. Die Schafe haben ganz viel Nachwuchs bekommen und die Ziegen auch, und zwar jeweils 8. So viel war da noch nicht, solange ich da bin, wurden noch nicht so viele Jungtiere geboren. Und ein Zieglein haben wir, den Marty, der trinkt aus der Flasche. Das heißt, den kann man dann auch ein bisschen füttern und die Kinder können da auch zuschauen. Im Kaninchenstall geht's noch ruhig zu. Während sie vor ihrem großen Auftritt noch rasten, arbeiten die Hennen schon an vollen Osternestern. Ein ereignisreicher Tag. War bei den Ziegen, hab die Hasen gefüttert und hab die Hühner angeschaut. Und was gefiel am besten? Die Kaninchen haben mir gefallen. Weil sie so süß waren. Allen, weil sie so schön waren und ein schönes Fell gehabt haben. Auf die Sattel, fertig, los! Im März erwartet die Kids zusätzlich Ponyreiten mit Terry und Bambi. Neben viel Spaß und einem schönen Nachmittagsprogramm ist dem Landgut vor allem eines wichtig. Ja, wir möchten für Schulen, Kindergarten, aber auch für Familien Bildungsarbeit betreiben. Alles zum Thema Landwirtschaft, Natur, auch Ernährung sehr teuer dabei und auch Umweltschutz. Du schützt eigentlich nur das, was dir wirklich wichtig ist. Das heißt, wenn du einmal bei den Kaninchen, bei den Schafen oder bei den Ziegen warst und eigentlich so eine Beziehung zu denen aufbaust und sagst, doch, die sind süß, ja, und ich mag den Lebensraum von denen irgendwie erhalten, ja, dann ist das genau der richtige Ort dafür. Das Landgut Wien-Kobenzl, ein Ausflug in den Frühling für die ganze Familie.